Schoi. Prost. Käffchen to go. Sehr schön. Bist du ein Kaffeetrinker? Definitiv, auf jeden Fall. Wie trinkst du den? Bisschen Milch. Bisschen Milch? Ein bisschen Milch, keinen Zucker. Muss auf die Linie achten. Ja, immer. Ist das so? Ja, natürlich. Wenn man nicht mehr so viel Sport macht, muss man den Zucker reduzieren. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Für einen kleinen Gang über das Trainingsgelände hier beim FC Schalke 04. Gucken uns mal das Berger Feld an. Wetter? Geht so, ne? Ruhrpott-Wetter. Zumindest regnet es nicht. Ein bisschen blauer Himmel da hinter den Wolken schon. Also es wird vielleicht noch. Was bist du für ein Typ? Spaziergänger im Herbst, Spaziergänger im Winter oder liest du eher auf der Couch? Nein, natürlich spazieren gehen. Wir haben ja einen Hund und der zwingt uns ja auch dann vor die Tür zu gehen. Aber es macht ja auch Spaß. Am liebsten ein bisschen Schnee, schön kalt. Ja, da macht es mir am meisten Spaß. Nicht schlecht. Du hast dir jetzt noch mal kurz vor deinem Urlaub Zeit genommen. Wo geht's hin? Wir bleiben dieses Jahr tatsächlich zu Hause. Ja, unsere Kinder, mit 21 und 23, ja, sind trotzdem hier unsere Kinder. Studieren, sind aber jetzt zur Weihnachtszeit zu Hause und da sind wir froh, dass wir die Zeit gemeinsam dann verbringen können. Und von daher fahren wir in diesem Jahr nicht weg. Aber du machst einen Kurztrip, ne? Hast du mir erzählt. Du fährst mit deinen Jungs weg, ne? Oder irgendwie mit zwei Kumpels und deinem Sohn? Aber erst im Februar. Ach so. Nicht jetzt, okay. Sondern erst im Februar. Aber da sind wir gerade schon mal bei deinen Kindern. Unseren Partner, beziehungsweise unseren Sponsor, Dunking. Den kennst du natürlich von den Königsblauen. Aber der Name... Du kennst den auch noch woanders her, ne? Aus dem privaten Bereich. Stichwort Tochter. Ja, das Pferd unserer Tochter heißt Dunkin. Dunkin Donut, aber Dunkin genannt. Also Dunky abgekürzt. Ja, und von daher ist es ja ein lustiger Zufall. Wie lustig ist das? Wie kommt man darauf? Dunkin Donuts? Ja, so die Pferde müssen, glaube ich, immer oder einen gewissen Anfangsbuchstaben haben, kommt von der Abstammung irgendwie. So ganz bin ich nicht im Thema. Aber wenn ich dann weiß oder wir das wissen, wie dann der Anfangsbuchstabe sein soll, dann spinnt man ja so rum und hat ganz verrückte Ideen und Namen. Und meine Ideen kommen dann immer ganz schnell in die Mülltonne. Und ja, da hat sich dann jetzt, ich glaube, meine Tochter sogar oder auch meine Frau, ich weiß nicht mehr genau, wie es kam, aber ja, mit dem Namen hatte ich fairerweise jetzt nichts zu tun. Stichwort Weihnachten. Ihr habt gesagt oder du hast gesagt, ihr bleibt zu Hause. Wie feiert ihr Weihnachten? Klassisch, würde ich sagen. Also Heiligabend mit einem schönen Essen. Klassisch ist auch Kartoffelsalat und Bockwurst. Ja, okay, dann nicht klassisch, weil Bockwurst, wir sind ja vegetarisch bzw. sogar vegan. Aber klassisch halt ein schönes Weihnachtsessen am Heiligabend. Vorher eine kleine Bescherung natürlich. Und ja, dann ist man so am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag beschäftigt mit Spaziergängen mit dem Hund. Und auch mit den ganzen Märchen. Wir gucken sehr gerne Märchen und... Also ich würde sagen, das typisch Klassische. Habt ihr so eine Tradition beim Essen, wenn du sagst, lecker essen? Eine Tradition, es hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt, dass wir die Klöße und Rotkohl und einen veganen oder Braten haben. Und ja, schmeckt gut. Man ist gesellig, sitzt zusammen, trinkt auch ein Glas Rotwein dann dabei und ich freue mich auch ganz besonders auf den Nachtisch. Dann gibt es immer diese Eissternchen, Zimtsternchen irgendwie so. Das ist so, in den letzten Jahren hat sich das durchgesetzt. Von wegen kein Zucker im Kaffee. Irgendwo muss ich den Zucker dann ja wieder weglassen, wenn ich ihn woanders einführe. Auf jeden Fall. Schobi, jetzt sind wir hier oben. Wenn man sich das hier alles anguckt, Wahnsinn, was hier die letzten Jahre entstanden ist. Gerade du, der ganz, ganz lange hier ist, kennt, glaube ich, noch hinten den Ascheplatz, ja, glaube ich, oder? Mit einem Wall noch davor, genau. Ja,
Und wenn man sich das jetzt hier anguckt, wie die Entwicklung der letzten Jahre gewesen ist, ist schon Wahnsinn. Ne? Also Geschäftsstelle, Arena, Trainingsplätze, alles da und alles wirklich total nah. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, was hier entstanden ist. Das war ja hier früher der Profitrainingsplatz, der lag da ja noch ein bisschen weiter unten auf Höhe des Erdgeschoss vom Schalker. Mit einer Aschebahn, glaube ich, auch drumherum. Da hinten war ja, wie gesagt, der Ascheplatz an sich. Was wir jetzt hier an Plätzen haben, zwei Plätze für die Profis, dann für die U23 einen Trainingsplatz, Naturrasen, für die U19, für die U17 jeweils einen eigenen Trainingsplatz mit Naturrasen. Dazu das Parkstadion natürlich als Spielstätte für unsere Jugendmannschaften, wo ja meistens dann die U23 und die U19 spielen. Teilweise die U17 in besonderen Spielen, also in einem Derby oder hoffentlich Endrunde Deutsche Meisterschaft dann mal wieder. So ja, haben wir letzten ja hier auch geholt. Jahre. Ja. Genau. Und die Kunstrasenplätze, die beiden, der eine sogar beheizt. Also ja, was hier entstanden ist, ist schon Wahnsinn und da sind wir auch sehr froh drüber. Vor allem, dass wir jetzt auch hier mit unseren Mannschaften wieder eine Heimspielstätte haben, hier so nah am Trainingsgelände oder auf dem Trainingsgelände und mit Blickrichtung zur Arena, das ist schon Wahnsinn. Wie wichtig ist das, dass man gefühlt aus jeder Lage, wenn man hier oben ist, die Arena sieht? Ja, super wichtig, weil die Jugendspieler möchten ja dahin. Das ist ja deren Ziel, irgendwann in dieser Arena zu spielen und die bei jedem Training, bei jedem Mal hier ankommen, die Arena zu sehen, motiviert ist das Ziel, da will ich hin. Und wenn man dann hier hinfährt oder die Kinder hier, Jugendlichen, mit dem Fahrdienst ankommen und sehen die Arena, ist einfach wunderbar für uns als Mitarbeiter, für unsere Trainer, diese Spielstätte hier auf dem Gelände mitzuhaben, ist wunderbar. Ist auch nicht selbstverständlich. Es gibt sehr viele Vereine, wo das nicht so ist, wo das NLZ, das Nachwuchsleistungszentrum, ja irgendwie ausgelagert ist oder das Stadion, je nachdem. Und wir haben hier alles so nah beieinander. Direkt neben der Arena ist ja auch die Gesamtschule Bergerfeld, die Eliteschule des Sports, unsere Kooperationsschule. Das alles hier wirklich so nah beieinander zu haben, das ist schon außergewöhnlich. Komm, wir gehen mal ein Schrittchen weiter. Du hast das Parkstadion ja angesprochen. Wir laufen jetzt gleich mal hier so ein bisschen rum. Wie bist du zufrieden mit dem aktuellen Stand der Knappenschmiede, wenn du das mal so ein bisschen allgemein siehst, U19, U17, U23? Ja, schon sehr zufrieden. Die U23 am Anfang vielleicht so ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, aber ist vielleicht auch normal. Waren ja viele Wechsel, eine ganz neue Mannschaft, viele aus der U19 sind hochgekommen in die U23, bis sich dann sowas findet. Dauert vielleicht seine Zeit und Jakob und das Trainerteam haben das super gemacht. Sind in die Spur gekommen, wie man so schön sagt, haben eine tolle Saison bis hierhin gespielt. Also wir sind ja auch schon teilweise in der Rückrunde. Da können wir uns in der U23 aufgrund der Tabellensituation auch wirklich darauf konzentrieren, die Spieler zu entwickeln und müssen zum Glück nicht so weit nach unten in den Tabellenkeller schauen, weil das ist ja schon immer wichtig, dass man am Anfang ziemlich schnell Punkte holt, damit man im gesicherten Mittelfeld ist, um dann auch wirklich den Fokus auf die Entwicklung der Spieler zu legen, weil die Liga wollen wir schon halten und dann ist das sehr wichtig. In der U19 sind wir aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Ist auch ein guter Tabellenplatz, weil wir auch wissen, dass gerade Mannschaften von Norbert Elgert zur Rückrunde stärker werden. Dann ist es ja auch da, dass da Jahrgänge zusammenkommen und die Entwicklung meistens zur Rückrunde dann nochmal richtig Fahrt aufnimmt. Und von daher sind wir in Schlagweite zu Bayer Leverkusen und auch zu unseren Freunden aus der verbotenen Stadt. Und in der U17 sind wir aktuell Tabellenführer haben am Sonntag jetzt, glaube ich, auch das letzte Spiel gegen Bochum hier auf der Anlage. Aufgrund der Witterung wahrscheinlich auch im Kunstrasen. Aber die sind, wie gesagt, Erster und dann hoffen wir, dass es auch so weitergeht und dass wir dann in der nächsten Saison oder in der Rückrunde weiterhin so gut sind, dass wir um die Deutsche Meisterschaft spielen können.
Wie kann die Knappenschmiede helfen, dass die Profiabteilung wieder zu einer gewissen Stärke gelangt? Ja, dadurch, dass wir die Jungs, die Spieler so gut ausbilden, dass sie den Sprung in den Profikader schaffen. Und aktuelle Beispiele haben das ja auch gezeigt oder zeigen es, dass Spieler aus der Knappenschmiede bei den Profis dabei sind, auch spielen, Spieleinsätze haben. Und es muss natürlich weiterhin das Ziel sein, weiter Spieler auszubilden und weiterhin auch die Spieler oben reinzubekommen in den Lizenzbereich. Ne? Also Keke Top hat ja jetzt schon ein paar Einsätze gehabt. Kozuki war vielleicht am Anfang noch ein bisschen mehr dabei, ist jetzt vielleicht so ein bisschen aktuell, vielleicht auch aufgrund der Systemumstellung, vielleicht dann doch nicht mehr so gefragt aktuell, aber zumindest hat er ja auch Einsätze mit oben gehabt. Jetzt zum Schluss, in Rostock war ich ja auch dabei, hat Blendi Idrissi ein Tor gemacht, hat ja auch dann ein paar Spiele, ein paar Einsätze in der U23 gehabt. Es ist ja immer wichtig, dass man so eine Mannschaft dann auch irgendwo hat, die dann ja, so Spielern die Möglichkeit gibt, die vielleicht bei den Profis aktuell dann keine große Rolle spielen, aber durch die Spielzeit bei der U23 natürlich dann auch ein gewisses Level halten können und dann auf einmal doch in Rostock anfangen und dann auch ein Tor schießen. Von daher ist es natürlich ja, schon auch wichtig. Assan aus der ja, U19 direkt hoch. Leider schwer verletzt dann bei der WM in Indonesien, bei der U17. Aber das sind schon Spieler, die dem Verein helfen können, natürlich in der Situation sportlich erfolgreich zu sein, aber auf Sicht vielleicht auch sogar dann, wenn man Malik Chow nimmt, den wir dann verkauft haben, die vielleicht dann auch ein gewisses Geld in die Kassen des Vereins spülen, was ja auch wichtig ist. Und was natürlich auch total gut war und erfolgreich war, die Berufung in die EU-Nationalmannschaften. Ne? Du hast Assan gerade angesprochen, also gab es ja auch noch. Ne? Ja, wir haben mit Thailand, Bulut und Assan ja in der letzten Saison oder im letzten Jahr zwei Europameister gestellt für die U17. Dadurch waren die dann ja auch bei der WM. Thailand hatte sich leider dann verletzt, hatte was eine langwierige Verletzung in der Leistengegend. Hat dann leider die Nominierung nicht für die U17 WM bekommen. Und Assan wurde ja nominiert, hat sich dann aber leider verletzt. Aber auch in anderen U-Nationalmannschaften sind Schalker vertreten. In der U19 einige Spieler mit dabei. Vita Becker war dabei, Niki Bartel, Max Krüger, Luca Potlech. Also es sind schon ja, Knappenschmiedespieler gefragt beim DFB. Und macht uns natürlich auch stolz, wenn wir Spieler stellen, die für die deutsche Nationalmannschaft, für die U-Nationalmannschaften auflaufen. Wenn du das jetzt so siehst, gerade diese schöne Geschichte bei Vitali Becker, der kommt hier aus der Region. Ist das auch so ein Ziel von uns, auch Jungs aus der Region hier in diesen Verein zu bekommen, dass man halt sagt, okay, die identifizieren sich mit der Region, die identifizieren sich mit dem Verein, die wissen, worum es geht. Ist das auch so ein spezielles Ziel von uns? Ja, das ist der Königsweg oder wäre der Königsweg, Spieler von der U9 dann bis in den Profikader zu bringen. Sehr, sehr schwierig, aber haben wir in der Vergangenheit auch schon bewiesen. Und Vita Becker ist seit der U9 bei uns, ist jetzt im letzten Jahr U19 und dann nächstes Jahr dann auch in unserem Herrenbereich. Also das ist schon der Weg, so wie man ihn sich wünscht. Max Krüger übrigens auch sehr lange dabei, ich meine auch seit der U9. Also das ist schon der gewünschte Weg, aber natürlich auch der schwierigste, ne? Weil das ist ein sehr, sehr weiter Weg und ein sehr langer Weg von der U9 bis dann hoch in den Herrenbereich, aber es klappt. Und es ist schon wichtig, dass wir Spieler hier aus der Region haben, die dann weiterhin bei uns bleiben. Auch das ist nicht selbstverständlich. Konkurrenz ist sehr groß. Es wird immer versucht, von uns Spieler quasi abzuwerben. Aber ja, dem müssen wir auch standhalten und das versuchen wir. Aber es wäre schon so das Optimalste, wenn einer von der U9 bis zu den Profis hochkommt.
Stichwort Vereinsidentifikation. Was macht ihr zum Beispiel bei Spielern, die ihr von anderen Vereinen holt, die vielleicht Stichwort Rostock oder München oder Berlin oder Hamburg hier in unsere Region holt, hier in Kohlenpott? Ja, auf jeden Fall zeigen wir denen natürlich das komplette Vereinsgelände. Teilweise ist es auch so, dass wir das dann koppeln können mit einem Spiel in der Arena, was natürlich auch nochmal eine gewisse Emotionalität zeigt und auch beeindruckend ist, wenn Spieler uns besuchen und dann mit der Familie ins Stadion gehen. Das sind so, bei externen machen wir das so, bei internen, oder wir haben so einen kleinen Weg, wie wir intern, also unsere Spieler, die bei uns sind, wie wir die auch emotionalisieren und auch schon auch so schauen, dass wir wirklich zeigen, was Schalke 04 ist und wo wir herkommen. Fangen an bei den ganz Kleinen, so kennt man, nachts im Museum heißt es. Dann machen die ja schon mal so eine Übernachtung in unserem Museum in der Arena. Und dann geht es weiter mit den sogenannten Mythos-Touren, wo wir mit unseren Mannschaften dann hier Glückaufkampfbahn und die ganzen Punkte, die wichtig sind, den Spielern zeigen, machen unsere Trainer dann natürlich auch mit. Ist ja auch wichtig, es geht ja dann nicht immer nur um Spieler, sondern auch um Trainer, um Mitarbeiter, dass die dann auch genau wissen und fühlen können, was Schalke 04 war und ist. Und die sind immer alle auch begeistert, auch Trainer, die dann vielleicht noch nicht so lange hier sind oder auch vielleicht sogar schon lange hier sind und das immer noch mal wieder mitmachen. Ist immer wieder ein Highlight und zeigt einfach, was für eine riesen Strahlkraft, was für eine riesen Tradition und Identifikation in diesem Verein auch steckt. Okay, jetzt haben wir im Prinzip eine gute Anlage, gute Trainingsbedingungen. Wir haben gute Trainer, wir haben gute Spieler. Was fehlt da noch? Wahrscheinlich der Kopf, die Mentalität. Wie wichtig ist so etwas, wenn man zum Beispiel Spielentwicklung und Spielerentwicklung sich einfach mal so durch den Kopf gehen lässt? Ja, der Kopf spielt eine ganz große Rolle, das ist ja auch klar. Und es ist auch vielleicht in der heutigen Welt gar nicht so einfach, da auch wieder Schritt zu halten, wie man so schön sagt. Was alles auf so einen Spieler einprasselt, über das Umfeld, über Berater, Social Media, das sind ja Punkte. Heutzutage sind Punkte ganz schnell verbreitet. Man steht in der breiten Öffentlichkeit, was halt früher, vor ein paar Jahren, stand vielleicht mal irgendwie ein Zeitungsartikel irgendwo über jemanden. Heutzutage haben teilweise Spieler ja schon so und so viele Follower und sind in der breiten Öffentlichkeit. Also das ist schon ein schwieriger Spagat und auch ein Punkt, wo man die Spieler in gewisser Weise darauf vorbereiten muss. Was aber auch sehr schwierig ist, fairerweise, aber wir versuchen schon auch, sie da darauf, wie gesagt, vorzubereiten und dahin auch zu schulen. Aber es ist schon viel, was auf so einen Spieler zukommt. Und ganz wichtig für uns, neben diesem ganzen Sportlichen, was wir hier haben, ist natürlich die Schule. Weil wenn man am Ende guckt, wie viel Prozent dann wirklich Profi werden und damit dann vernünftig Geld verdienen und aussorgen können, dann ist das ein ganz geringer Prozentanteil. Und deswegen ist es ja wichtig, dass die Spieler eine vernünftige schulische Ausbildung haben, damit sie dann auch einen Beruf erlernen können, studieren können und dann aber auch da ein Standbein haben, was erstmal der Plan A sein sollte. Geht Spielerentwicklung vor Titel? Ja, definitiv. Unser großes Ziel in der Knappenschmiede ist ja immer, dass wir Spieler ausbilden für unseren Profibereich. Wenn es für unseren Profibereich dann nicht reicht oder wenn sie irgendwo anders Profi werden, dann finden wir auch, dass wir unsere Arbeit gut gemacht haben und unser Ziel erreicht haben. Und wenn darüber hinaus dann über diese Entwicklung der einzelnen Spieler, wenn da Titel rauskommen, freuen wir uns, weil es natürlich auch irgendwo eine Wertschätzung ist, immer dann, wenn einer Profi wird. Aber wenn man einen Titel in der U19, U17 holt, ist das auch nochmal ein riesen Stolz, den man dann hat, weil man belohnt wird für eine Arbeit, die man hier jahrelang schon auch macht. Und es einfach auch nochmal zeigt, dass Schalke halt auch viel auf Team, auf
ja, Teamgeist, Familie setzt, weil so ein Titel holt nicht ein einzelner Spieler, sondern immer das Team. Und das ist uns auch wichtig, dass wir den Spielern das mitgeben, dass es nicht immer nur ums Einzelne geht. Das ist schon sehr wichtig. Am Ende aber sich in einem Team irgendwie zu bewegen, sehr, sehr wichtig ist. Und wenn man als Team einen Titel holt, dann freut sich der gesamte Verein, die Knappenschmiede natürlich, aber auch der gesamte Verein. Und ja, am Ende ist vielleicht auch die Chance größer, aus einem vernünftigen Team, dass da die Entwicklung dann auch irgendwie vielleicht besser geht und dass dann die Spiele auch interessanter werden, als wenn man ja vielleicht jetzt nicht so erfolgreich ist. Wir sind im Parkstadion angekommen. Hier haben wir den letzten Titel gefeiert. Wahrscheinlich hättest du nichts dagegen, wenn wir den nächsten hier dann auch nochmal feiern. Definitiv. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir hier wieder einen Titel feiern. Kommt auch immer ein bisschen auf die Konstellation an, wie das ausgelost wird mit einem Heimspiel bei einem möglichen Finale. Und ich hätte allerdings natürlich auch nichts dagegen, einen Titel in Potsdam zu holen. Heißt DFB-Pokal für die U19. Ja, das wäre natürlich auch riesig. Schobi, ich hoffe, du kannst jetzt noch ein paar Geschenke kaufen. Ich habe dir nicht zu viel Zeit geklaut und ich hoffe, du kriegst sie auch noch mit deinen Torwartfingern gut eingepackt. Das schaffe ich. Alles klar, danke. Danke.